Beim Münchner NSU-Prozess geht es seit Tagen um eine Reihe von Banküberfällen, die durch Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos über viele Jahre hinweg verübt wurden. Ich begrüße jetzt unseren Prozessberichterstatter Fritz Burschel am Telefon. Schönen guten Morgen, Fritz. Guten Morgen. Ja, eine ganze Serie von Banküberfällen hatte es in den Jahren des Untertauchens des NSU-Trios gegeben. Wie wird dieser Komplex denn jetzt im Münchner Gerichtssaal aufgearbeitet? Ja, also es ist ja so gewesen, dass etliche Leute sich gewünscht hätten oder gedacht haben, man könnte den Prozess ein bisschen kürzer gestalten, indem man die Banküberfälle rausnimmt aus der Beweisaufnahme. Das ist jetzt nicht der Fall. Also der Richter oder das Richterkollegium hat sich offensichtlich entschieden, die Banküberfälle abzuarbeiten. Das sind immerhin 15 Bank- und Raubüberfälle, zum Teil auf Edeka-Märkte, zum Teil auf Postfilialen und eben Sparkassen. Und damit haben wir diese Woche begonnen. Es sind drei Banküberfälle durchgenommen worden, kann man sagen. Und zwar der vorletzte in Arnstadt, also der vorletzte vor dem letzten Banküberfall, nachdem das Trio dann aufgeflogen ist. Das ist September 2011 gewesen, Überfall auf die Sparkasse in Arnstadt. Und zwei Raubüberfälle auf eine Sparkassenfiliale, auf dieselbe Sparkassenfiliale in Stralsund, also zweimal dieselbe Filiale. Und es wurden dazu Bankangestellte gehört. Und die sind zum Teil auch tatsächlich schwer traumatisiert von diesem Überfall, zum Teil auch verletzt worden. Also in der Arnstädter Filiale zum Beispiel ist eine Frau von mutmaßlich Uwe Böhnhardt mit einem Telefon niedergeschlagen worden und schwer verletzt worden. Sie hatte eine Platzwunde am Kopf und auch mehrere Blutergüsse am ganzen Oberkörper. Also die schützenden Hände waren mit Blutergüssen überzogen. Und diese Person, das hat man ja auch im Gerichtssaal angemerkt, war nicht nur von der Tat selber noch traumatisiert, sondern ist jetzt natürlich genauso wie übrigens die Opfer der Kolbstraße auch von dem Wiederaufrollen, also der Aussage, dem ganzen Prozessgeschehen fast retraumatisiert. Also das sind Leute, die natürlich auch versucht haben, dieses schreckliche Erlebnis irgendwie zu verdrängen und müssen es jetzt aus ihrer Erinnerung wieder hervorkramen, müssen Rede und Antwort stehen. Das ist für die eine ganz furchtbare Situation. Und das Schlimme, möchte ich mal als Beobachter sagen, ist, dass man diese Banküberfälle ja nicht so richtig ernst nimmt. Man nimmt sie als Beiwerk zu den monströsen anderen Verbrechen des NSU und handelt die so ab. Also ja, das war ein Banküberfall, das war ein Banküberfall. Und das, denke ich, das merken die Leute auch, dass sie da durchgeschleust werden, dass das schnell abgearbeitet wird, pro Zeugin, Zeuge vielleicht 20 Minuten, eine halbe Stunde. Und das prägt auch, sagen wir mal, die ganze Aufarbeitung dieser Banküberfälle. Vielleicht kann man generell nochmal sagen, bei diesen Überfällen, bei diesen 15 Raub- und Banküberfällen sind etwa 600.000 Euro erbeutet worden. Was mir gestern aufgefallen ist, also ein großer Teil dieses Geldes ist tatsächlich in Stralsund erbeutet worden. Es sind ungefähr 250.000 Euro, die bei diesen beiden Überfällen auf die Stralsunder Sparkassenfiliale erbeutet wurden. Also mit diesem Geld, darüber ist auch sehr viel nachgedacht worden, muss ja das Kerntrio des NSU sich über 13 Jahre plus minus über Wasser gehalten haben. Und das hat das BKA auch schon mal durchgerechnet. So richtig geht das nicht auf. Also bei dem Lebensstil, den sich das Trio dann irgendwann angewöhnt hat, kann es eigentlich nicht sein, dass es nur um diese 600.000 Euro gegangen sein kann, sondern es muss noch mehr Geld geflossen sein, woher das kam, welche möglicherweise anderen Banküberfälle es noch gegeben hat. Das sind alles offene Fragen, die natürlich jetzt im Gerichtssaal nicht abgehandelt werden können. Mhm. Du hattest gerade eben schon die Kolbstraße auch erwähnt, da war wohl auch wieder ein Gutachter eingeladen zu diesem Anschlag in der Kölner Kolbstraße. Was sollte dieser Gutachter denn überhaupt feststellen? Ja, also
Also vielleicht vorausgeschickt, irgendwie sind diese auf 2 Prozesstage reduzierten NSU-Prozesswochen so ein bisschen schräg, weil wenn dann Zeugen nicht können oder krank sind oder sowas, dann zerbröselt ja noch einer oder ein halber Prozesstag damit, dass die Zeugen nicht da sind. Das war der Fall bei der Kolbstraße, die nochmal aufgerufen wurde gestern. Es war lediglich einer der Zeugen, es war geplant, noch 2 weitere Zeugen aus der Kolbstraße zu hören. Nur einer von den beiden war erschienen, hat seine Aussage gemacht. Er stand also auch in der Nähe der explodierenden Nagelbombe am 9. Juni 2004 in der Kolbstraße und wurde gegen einen Baum geschleudert, wurde auch relativ schnell abgehandelt und dann war nur einer der Gutachter erschienen. Es waren wieder Dr. Möhle und Professor Dr. Peschel geladen, also der Sprengstoffexperte und der Gerichtsmediziner. Und es wurde dann sogar, weil Möhle krank war, darauf verzichtet, Peschel zu hören. Das heißt also, von der Kolbstraße ist am gestrigen Verhandlungstag im Grunde nichts übrig geblieben. Es wurden dann eben Zeuginnen aus dem Stralsunder Banküberfall gehört. Aber die Kolbstraße muss ein weiteres Mal aufgerufen werden. Wann das sein wird, steht völlig in den Sternen. Aber dass die Prozesswoche auf 2 Tage die Woche reduziert wurde, ist, denke ich, auch berichtenswert. Das ist ein interessanter Umstand. Aus welchem Anlass denn überhaupt? Naja, also das hatte ich vor, ich glaube, 3 Wochen schon mal so ein bisschen umrissen und es ist also jetzt, hat sich als richtig herausgestellt, weil die Verteidigung von Beate Zschäpe geltend gemacht hat, dass der Druck, unter dem ihre Mandantin steht, offensichtlich so groß ist, dass sie 3 Prozesstage nicht mehr aushält, dass sie Entlastung braucht und zu diesem Zweck ist jetzt erstmal auf 2 Tage reduziert worden bis Ostern. Es ist außerdem, das ist auch noch erwähnenswert, unterbunden worden, dass jeden Tag Fotos und Filmaufnahmen gemacht werden können am Anfang des Prozesses. Das war ja ungefähr 190 Prozesstage lang ein tägliches Ritual. Das ist jetzt auch reduziert auf 2 Prozesstage im Monat, auf den 1. und den 7. Da dürfen wieder der Foto- und Bildpressepool in den Gerichtssaal. Aber das sind alles Reduktionen zur Entlastung oder zur psychischen Entlastung der Hauptangeklagten Beate Zschäpe, was schon viele ja so ein bisschen zum Stirnrunzeln veranlasst, denn wenn man sich anschaut, wie viele Menschen in diesem Bunker ausharren müssen und um was es da auch tatsächlich geht, um Verbrechen einer Dimension, die man sich kaum vorstellen kann, dann ja fragt man sich schon, ob das nicht vielleicht ein bisschen weit geht, vor allen Dingen, weil das ja bedeutet, dass der Prozess unter Umständen länger dauert. Ja, das wollte ich auch gerade nachfragen. Das verzögert ja das Verfahren noch weiter und es gibt ja schon durchaus noch einige Fragen, die zu klären sind. Ist denn abzusehen, ob das bis zum Prozessende so sein soll oder wird sich das vielleicht nochmal verändern? Ja, also diese 2 Tatsachen, also das eine, dass jetzt mit dem Banküberfällen angefangen worden ist, da stehen uns ja dann noch weitere 13 Banküberfälle bevor, die noch abgehandelt werden müssen und dass es auf 2 Prozesstage reduziert ist, im Moment deutet darauf hin, dass der Prozess unter Umständen noch länger dauert als befürchtet, sage ich mal, also bis Anfang 2016, also möglicherweise sogar darüber hinaus. Es ist jetzt so, dass Richter Götzl gestern verkündet hat, dass mit dieser 2-Tages-Regelung bis Anfang Mai fortgefahren wird. Also bis zum 11. Mai sind es nur 2 Prozesstage. Und ja, welche Auswirkungen das hat und ob tatsächlich die 2-Tage-Regelung jetzt bis zum Ende des Jahres bzw. Anfang nächsten Jahres durchgehalten wird, das ist völlig unklar. Da hat es auch kritische Stimmen seitens Nebenklagevertretern und anderen Prozessbeteiligten gegeben, weil, man muss sich das vorstellen, das sind ja Leute, die aus dem ganzen Bundesgebiet anreisen, die Prozessbeteiligten, die sich dann versammeln zu diesen Tagen und wenn die jetzt so Ungewissheit haben, muss ich jetzt 3 Tage für den Prozess freihalten oder nur 2 Tage, das ist logistisch kaum zu machen, dem kann ich als nicht Prozessbeteiligter, sondern nur Prozessbeobachter natürlich nur zustimmen. Wenn ich jetzt nicht, vor allen Dingen im April ist es so, dass zweimal
einmal der Dienstag wegfällt und zweimal der Donnerstag. Also man kann auch gar nicht richtig sagen, welcher der drei Tage, der bisher üblichen drei Tage, fällt jetzt aus. Also das ist eine logistische Unmöglichkeit und erschwert es allen Prozessbeteiligten, hier wirklich eine Kontinuität klar zu machen. Das werden wir sicher auch in der Berichterstattung bemerken, dass man noch schwerer sicherstellen kann, dass man den Prozess kontinuierlich beobachten kann. Soweit der Bericht von Fritz Burschel zum aktuellen Geschehen beim NSU-Prozess in München. Wir halten Sie weiter gerne auf dem Laufenden. Und das danke Fritz Burschel. Schönen Dank dafür, Fritz.